Also, dann prüft doch nochmal am besten eure Meditationshaltung. Am besten sitzt man, wenn man aufrecht sitzt. Der Rücken gerade. Man kann versuchen, im Oberbauch ein bisschen mit der Wirbelsäule leicht nach vorne zu gehen. Der Nacken ist lang. Das Kinn ist, kann man auch probieren, ein bisschen eingezogen, was den Nacken nochmal verlängert. Die Augen sind geschlossen oder halb geöffnet mit Blick auf die Erde. Die Zunge ist entspannt im Mund mit der Zungenspitze hinter den Schneidezähnen. Und wir beginnen, indem wir erst einmal zur Ruhe kommen. Unseren Atem spüren. Wie er in den Körper hinein und hinausfließt. Und wir lassen den Atem, wie er von selber fließt. Wenn andere Geistesinhalte auftauchen, dann stört uns das nicht. Wir klammern uns aber auch nicht daran fest, sondern gehen einfach mit unserer Aufmerksamkeit auf den Atem zurück und spüren ihn.
Wir sind zufrieden mit uns und unserem Atem. Jetzt denken wir an uns, spüren, wie wir hier sitzen. Und wir wünschen uns, unserem Körper, Dinge wie möge ich entspannt und aufrecht sitzen ohne Anstrengung. Möge ich zufrieden und ausgeglichen sein. Möge ich glücklich sein. Und wenn sich ein positives Gefühl uns gegenüber zeigt, dann lassen wir es so, wie es ist, beobachten es auch ein bisschen und geben ihm Raum, sich zu entwickeln. Auch wir dürfen glücklich sein.
Jetzt denken wir an einen Freund, eine Freundin. Jemand, mit dem wir nur oder überwiegend Positives verbinden. Wenn wir können und wollen, visualisieren wir diesen Menschen. Und schauen, welche Gefühle entstehen, wenn wir das tun und wenn wir an den Menschen denken. Und dann sagen wir uns, möge auch dieser Mensch, möge zum Beispiel Barbara glücklich sein. Möge Timo zufrieden sein und nehmt natürlich den eigenen Namen, den ihr von den Menschen, den ihr im Kopf habt.
Jetzt denken wir an eine Person, mit der wir wenig oder gar keine Gefühle verbinden, weder positiv noch negativ. Eine Person, die wir vielleicht auch gar nicht so gut kennen. Auch dieser Mensch möchte, genau wie wir, ein glückliches, zufriedenes Leben führen, gesund bleiben. Freunde haben, Familie haben. Möge auch dieser Mensch ein zufriedenes Leben haben. Möge auch dieser Mensch glücklich sein. Und wir können uns auch vorstellen, dass wir diesen Menschen freundlich, vielleicht lächelnd anschauen. Oder wir können uns vorstellen, wie dieser Mensch fröhlich, allein oder mit anderen irgendetwas tut.
Jetzt denken wir an eine schwierige Person. Eine Person, mit der wir im Moment eher Negatives verbinden. Und wenn wir an diese Personen denken, wenn wir sie vielleicht auch visualisieren, dann schauen wir, welche Emotionen und Gedanken in unserem Geist entstehen. Und dann können wir zum Beispiel denken daran, wie dieser Mensch als Kind war. Vielleicht können wir auch dieses Kind uns vorstellen vor unserem geistigen Auge. Vielleicht können wir uns vorstellen, welche schwierigen Lebensverhältnisse es waren, die diesen Menschen für uns später so schwierig gemacht haben. Und wir können diesem Kind, das ja auch in diesem Menschen noch existiert, wünschen, dass es das bekommt, was es braucht, um inneren Frieden zu finden. Um Liebe zu entwickeln. Und jetzt stellen wir uns diese vier Menschen gemeinsam vor.
uns selber, den Freund, die Freundin, die neutrale Person, die schwierige Person. Wie wir gemeinsam vielleicht zusammenstehen. Und wünschen uns, dass alle diese Menschen, alle vier, glücklich sind, zufrieden, gesund. Und wir nehmen weitere Menschen dazu, die uns einfallen. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Vielen Dank.